Hier gibt es nochmal so eine Aufführung von dem nächsten Harry Potter Geschichte. Der Bruce Child. Ja, wenn sie aber nicht verfilmt, denke ich mal. Aber das Haus ist auch cool. Da drüben ist auch ein cooles Haus, oder? Jetzt gehen wir noch in The House of Spats. Futschen und wedeln, oder? Futschen und wedeln. So ein Stückle Holz, ne? 30 Euro. Guck mal, da hängt der Besen. Für Harry Potter Fans top. Haben die auch einen Ring, den man ins Feuer schmeißen kann? Echt coole Kulisse. Kommen wir schon mal her. Muss ich sein Zauberstäbchen kaufen. Kommen sie wieder runter, die Mäuse. Oder Bier ist das. Also kann man schon mal reingehen. Für die Fans ist das, glaube ich, echt cool. Ja, normalerweise ist es ein bisschen teuer, was da drin so gibt, aber man muss ja nichts kaufen. Man kann ja mal gucken. Wir müssen noch zur Winkelgasse. Wir brauchen noch eine Eule, einen Zauberstab und einen Teppich, oder? Ne, was brauchen wir noch? Den Teppich war Aladin. Achso, das war Aladin, falsches Märchen. Die neumodische Winkelgasse. Wir suchen nämlich eine Kirche ohne Dach. Los, Elina drückt die Backsteine. Dann öffnet sich die Wand. Das war aber, glaube ich, die falsche Kombination. Komm, wir probieren es mal da drüben. Das ist bestimmt kaputt hier, die Wand. Tja. Wir haben die Kirche gefunden. Hui. Die ist zerbombt worden im Weltkrieg ein bisschen. Ja, die ist zerbombt worden im Weltkrieg und da haben sie nur Gras drüber wachsen lassen. Ne? Welcome to Dustin in the East. Ach, da hat die bestimmt auch gebrannt, deswegen viel Schwarz. Ah, guck mal, da kommen wir rein. Kommen wir rein. Oh, cool. Oh, das ist echt schön gemacht. Okay, ja. Das fetzt. Komm, wir gucken mal da rein. Können wir da drin unser Brot essen? Ein Träumchen.
sehr schön gemacht. Mit Palmen. Das ist mal eine richtig schön grüne Kirche, oder? Die ganzen Fenster sind weg, ne? Sind bestimmt kaputt gegangen. Die Decke ist nur verzaubert. Das sieht mir so aus, als wenn ich da nur. Frühstücken erstmal in der Kirche oder nee, machen wir Brotzeit in der Kirche, sagen wir so. Mit Salami? Ja, mit Salami. Next. Willst du auch noch mal trinken? Und dann geht's weiter, wir wissen noch nicht wohin. Aber das ist echt cool mit den ganzen Fenstern noch, dass das alles noch so steht. Ein Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen auf dem Ohr. St. Martin's Lane. In die St. Martin's Lane. Hier haben sie auch Harry Potter gedreht, haben sie gesagt. Ich glaube, das ist schon eine Weile her. Vorher wahrscheinlich erstmal sauber gemacht. Tja, und Zauberstab auch. Und Dumbledore seinen Zauberstab. Und die Hedwig. Ja, da wohnt jemand. Wir laufen quasi, wir laufen hinter den Geschäften her. Ja, wir laufen hinter den Geschäften. Tja, das ist so eine Art Winkelgasse. Ah, die alten Lampen sind halt auch cool, gell? Ja, echt schön hier. Hat sich das noch so behalten, oder? Tja. Nach 10 Jahren. Haben wir auch gefilmt? Hier haben sie gefilmt, ja. Du riechst einmal ab und bist in einer ganz anderen Welt, oder?
Steig? Was? Nee. Mmh. Ohrenschmalz. Trinkst Schokolade und Pfefferminz. Es gibt aber auch Spinat, Leber und Kutteln. George schwört, dass er mal Popelgeschmack erwischt hat. Was war das hier? Gringotts Zauberbank. Ja, da war die Zauberbank. Mhm. Eine Woche lang haben wir sie gesucht, jetzt haben wir sie gefunden, die Zauberbank. Der Zaubererbank. Guck mal, das sieht ja auch toll aus von hier. Guck mal da. Ja, da ist toll. Da müssen wir jetzt nochmal ein Bild machen, würde ich sagen. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Alle Schüler sollten mit Freunden ausgestattet sein. Ein Kessel, Zinn, Normgröße 2. Zudem ist ihnen das Mitbringen einer Eule oder Katze oder Kröte gestattet. Das ist jetzt die Winkelgasse. Cool. Na, guck mal, wenn die Zauberstäbe finden. Dann müssen wir heute Abend nochmal Harry Potter gucken, dann gehen wir morgen nochmal her. Und dann gucken wir uns an, welche Häuser noch. Nee, wir haben das alles verkleidet noch wahrscheinlich auch. Ja, ich denke auch. Da ist Olli Wenders, die Zauberstäbe. Tja, Winkelgasse halt, ne? Film Location Walk. Ich habe unseren Weihnachtsbaum gefunden. Da hinten ist er, müssen wir noch absägen. Komm heute Nacht noch mal her. Da schöne Bäume, guck. Aber da passt nicht in Wenn. Leider, leider, leider. Die Ex of London. Das ist so ein kleines Körchen und dann hinter so ein riesengroßes Ei, oder? Ja. Ein Kühlchen, ein Ei. King's Cross Station. Cool. Oh, guck mal, da sind wir doch mit dem Auto gestartet. Da geht's nicht mal raus. Tja, also los, gehen wir runter. Jetzt suchen wir das Gleis, 9 3/4, oder? So, jetzt sind wir in der Bahnhofstation. Jetzt müssen wir nur noch das Gleis 9 3/4 finden. Aber die Ladies müssten erstmal kurz um die Ecke.
Jetzt haben wir uns doch mal reingeschlichen zum Bahnhof. Gucken wir uns das mal an. Im Film waren die Bögen noch breiter, oder? Die Züge sind aber irgendwie neuer als die vom Harry Potter. Was ist der Bogen da vorne, wo das blaue Schild steht? Weil du dann auch die Gleise nämlich gesehen hast, da vorne, weißt du? Tja. Gleis 9, 3 Viertel. Sieht im Film ein bisschen breiter aus, die Wand. So, das ist die Gleis 9, 3 Viertel. Da war der Wagen drin eingebaut, ne? Die Harry Potter Station. Wir warten jetzt über die Millennium Bridge, ne? Wir haben sie gefunden, die Millenniumbrücke, und weil wir ja nicht wie jeder sind, hangeln wir uns einfach unten lang. Weil wir irgendwie nicht loskommen. Wir machen mal ein Bild. Jetzt müssen wir erstmal uns den Rock'n'Roller angucken. Wenn jetzt nicht noch irgendjemand auftaucht und singt, könnten wir über die Millenniumbrücke gehen. So, Dina, jetzt sind wir auf der Millenniumbrücke. Dass sie in Harry Potter Film zerstört wird.